der Ebene, ein großes Schloss zu bauen. Die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebundenen Werk, nicht nach dem Heuet, nicht nach der Ernte, nicht nach dem Seet. Zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Barmherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche und weder alter noch schwank und verschont. Endlich war das Schloss fertig. Die Bauern waren froh, dass es einmal stand. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Da fassten sie Mut und kräftig den Flug und trösteten Weib und Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Flug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hochbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Sie fanden sich am bestimmten Abend zeitig und mit klopfendem Herzen ein. Endlich wurden sie den Wintersaal entboten. Vor ihnen öffnete sich die schwere Tür. Drinnen saßen um den schweren Eichen.